von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem QTV-Studio mitten in der Festungsstadt. Mein Name ist Georg Anker und ich darf euch wieder durch unsere aktuelle Wochensendung begleiten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und das sind die Themen dieser Woche im Überblick. Im Theaterstück Irrlichter wagten 13 Jugendliche eine Reise durch Licht und Schatten. Kultur, Wirtschaft und Regionalität wurden beim Launch der Birol-Künstlerserie vereint. Getrennt durch den Inn, vereint im QTV Bandporträt. In Between aus Kufstein und Umgebung. In Teil 2 vom Nachtgespräch gibt Ingrid Brodnik weitere Aufschlüsse zum Thema Hass im Netz. Mit der Eigenproduktion Irrlichter begab sich das Stadttheater Kufstein auf neues Terrain. Über mehrere Monate hinweg entwarfen Jugendliche zwischen 11 und 23 Jahren ihr eigenes Theaterstück. Und das Ergebnis konnte sich mehr als nur sehen lassen. Vorab lässt sich allerdings die Werbung sehen. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Now we will open the box, show you the components, and explain to you a step-by-step on how to use them. I'll leave it on for about 20 minutes. He vitalizes the serum to the scalp and I massage it in. In Irrlichter, der Eigenproduktion des jungen Stadttheaters Kufstein, dreht sich alles um eine Gruppe von Internatsschülern, die in eine mysteriöse Extremsituation geraten, in der Freundschaften auf die Probe gestellt werden. Schauen wir mal, was passiert. Was war das? Großartig! Sie hat uns eingesperrt. Was? Drück nicht sie. Lilly ist da draußen. Beruhig dich mal. Sie ist nur auf dem Klo. Du verstehst doch nicht. Meine Schwester ist ganz alleine da draußen. Die findet zu Hause nicht mal ihr eigenes Zimmer. Die hat einen Orientierungssinn wie ein Lemming. Man kann auch einfach, glaube ich, Chaos zu ihr sagen. Also, das ist meine Rolle. Ich bin dafür da, Chaos zu stiften, Unordnung, ein bisschen Drama ins Stück zu bringen. Einfach schauen, dass es schön interessant bleibt. Nein, keines, wenn dir alles missfällt. Das! Sieht dir mal ähnlich. Fury, was machst du denn hier? Hier hast du dich also die letzten 100 Jahre versteckt? 111 Jahre. Um genau zu sein. Warum bist du hier? Was willst du? Hey, nicht so unhöflich. Ich wollte dich besuchen kommen. Begrüßt man etwa so eine alte Freundin? Alte Freundin? Wir sind bestimmt keine Freundinnen. Was ich an der Rolle wahnsinnig schätze, ist, dass sie
sehr viel für andere Figuren eigentlich da ist. Also sie geht total in dem auf, dass sie sich um die Schüler kümmert, dass sie Sachen organisiert. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil sie ja auch wie die Fury eigentlich dieses unsterbliche Leben hat und das aber nicht verwendet, um Chaos zu stiften, sondern eigentlich durch ihre Unsterblichkeit genau das findet, dass diese kleinen menschlichen Momente, die kleinen Sachen, die das alltägliche Leben schön machen, dass sie das eigentlich so wertschätzt und das so rausholt. Wo bleibt die Lehrerin denn? Keine Ahnung. Gott, was für ein respektloses Verhalten. Typisch Geringverdiener. Ja, die kommen halt ständig zu spät. Ich würde meine Assistentin so etwas nie durchgehen lassen. Ich hätte auch Besseres zu tun. Wenn sie nicht gleich kommt, dann gehe ich nach Hause. Es gibt so viele tolle Momente, aber ich glaube, ich muss fast sagen, die Dynamik zwischen Nora und Fury, dieses Chaos und Ordnung, das finde ich fantastisch. Vor allem diese eine Szene, wo sie die zwei Influencerinnen immer wieder im Freeze haben, sehr lustig und das macht sehr viel Spaß, da hinter der Bühne das dann immer anzuschauen. Sehr witzig. Wir hatten uns für den Musical-Kurs angemeldet, aber die Lehrerin ist nicht gekommen. Der Musical-Kurs, von dem weiß ich ja gar nichts. Hä? Das haben wir doch von ihrer Durchsage gehört. Shit! Scheiße! Mein Akku ist leer! Fury, was soll das? Die Schülerinnen sind auf dem Gang, das Licht ist immer noch nicht ein. Du hast gesagt, du machst den Strom wieder an, sobald ich die Tür aufgemacht habe. Das wollte ich auch. Aber die Kleinen waren wie besessen davon, noch abzuwarten, ob dieser Musical-Kurs doch nicht stattfindet. Was ich an dieser Rolle ganz gern mag, ist, dass ich all meine Impulse, die ich habe, einfach ausleben kann. Okay, ich will ein Buch von der Theke runterschmeißen, ich mach's, ich kann das machen. Und Fury hat halt nicht dieses, ah, okay, das ist jetzt aber gesellschaftlich nicht gut gesehen, wenn ich das jetzt mache. Nein, ihr ist es egal und sie macht einfach und das macht so Spaß. Die große Herausforderung war und zugleich hat das Highlight, ein Stück zu schaffen, wo jeder von ihnen sich zeigen kann und seine Talente einbringen kann und sich so präsentieren kann, wie sie sich gewünscht haben. Sie haben sich ja die Figuren selber überlegt und eigentlich alles, was man auf der Bühne sieht. Und das jetzt anzuschauen, ist im Großen und Ganzen schon mein Highlight. Wie sie Spaß haben, wie sie Freude haben, wie sie stolz sind auf das, was sie geschafft haben, ist einfach schön. Nur er hört sie. Im Licht sieht man so viel. Aber da scheint ein Monster. Nicht wie ein Monster. In der Dunkelheit scheint alles wie ein Monster. Ungeheuer erkennt man besser im Dunkeln. Ich habe das total toll gefunden. Also wir haben knapp 6 Monate lang geprobt und haben am Anfang ganz, ganz viel Figurenarbeit gemacht, bevor das Stück überhaupt geschrieben worden ist. Und durch das ist es dann eigentlich sehr leicht gewesen, dass man auch wirklich in die Figur reinkommt, weil man einfach von Grund auf diese Figur aufbaut. Es gibt nichts, was ich über diese Figur nicht weiß, weil ich sie selber geschaffen habe. Unter dem Motto Bier trifft Kunst stellte die Schwolcher Brauerei Birol kürzlich 2 ihrer neuen Sorten vor. Dabei ging es vor allem um eine Symbiose aus Kultur und Wirtschaft in Verbindung mit Regionalität. Die Biere erhielten schließlich Namen aus Dialektwörtern. Nächste Woche auf QTV? Birol, die Brauerei aus der Schwoich, gab kürzlich den Startschuss für seine neue Künstlerserie. Ein besonderes Augenmerk galt beim Bierkunstprojekt der Vernetzung von jungen Wirtschaftstreibenden und Kulturschaffenden aus der Region. Wir stellen heute unsere Künstlerserie vor. Das ist ein total tolles Projekt für uns, wo wir zusammen mit regionalen Künstlern Biere entwerfen. Wir entwerfen ganz, ganz kreative Bierstile, die wir mal ein bisschen neu interpretieren. Und die Künstler dürfen sich ausleben, auf dem Äußeren der Dose sozusagen gestalten, wie es ihnen das vorkommt.
Hardigatti heißt eines der neuen Biere. Die aus Salzburg stammende Künstlerin dachte beim Motiv vor allem an ihre Wahlheimat Tirol. Tirol ist an mich herangetreten und hat mich halt gefragt wegen dem Design und haben mir ihre Vorstellungen halt, gesagt und wie das Bier heißen soll. Und dann habe ich überlegt, okay, was passt zu Tirol, was passt zu Tirol und zu dem Ausdruck und bin draufgekommen, ja, Hardigatti ist ja eigentlich so ein Aufschrei, so wild sei und Hardigatti war so überrascht vielleicht auch. Und wollte es kombinieren mit irgendwas Tirolerischen, Typischen und da sieht man überall auf die Weiden auch die Kühe natürlich und so. Und haben wir gedacht, ja, dann verbinde ich das einfach und Bier soll da drauf sein und mache einfach eine crazy Kur und die einfach Hardigatti schreit. Die zweite Premierensorte hört auf den Namen Blitzbirn. Der Designer, hauptsächlich Tattoo-Artist, könnte sich das Motiv auch auf der Haut seiner Kunden vorstellen. Wenn die Nachfrage da ist, definitiv. Auf jeden Fall ein bisschen umgewandelt, dass halt individuell ist. Das ist halt mir persönlich wichtig, dass auch die ganzen Arbeiten individuell auf die Kundschaft halt passend aufgeschnitten sind. Genau. Der Hang zur kreativen Entfaltung kommt bei der heimischen Brauerei nicht von irgendwoher. Die Kreativität ist das, wo es da dreht sich alles eigentlich bei Birol drum, und zwar von Tag 1. Gell. Wir machen Biere, die schon immer kreativ sind. Wir machen auch klassische Biere, wie jetzt ein Zwickelbier, ein helles, gell, oder mal ein Pilzbier. Aber die interpretieren wir einfach neu. Gell. Die interpretieren wir kreativ, machen mal ein bisschen einen Hopfen mit dazu, experimentieren mit den Malzen und den Hefen. Gell. Also das ist wahnsinnig spannend. Und gerade deswegen ist es für uns so toll, dass wir jetzt eben mit der Kunst die andere Komponente in der Kreativität mit haben, sozusagen innen kreativ und außen kreativ. Die Vernetzung an sich bei diesem Projekt ist super wichtig. Wir sind hier im Vibes, ein super genialer Laden, da muss man eigentlich einmal reingegangen sein, da kann man sich einfach richtig schon wohlfühlen vom ersten Moment an. Und das ist genauso kreativ wie die Künstler in ihrer Art und Weise, also der Part der Kultur kreativ ist und der wirtschaftliche Aspekt, also auch wir als Unternehmen, wir freuen uns einfach wahnsinnig drauf, dass wir junge und frische Leute haben, mit denen wir einfach total wertige Projekte machen können. Der Kulturverein UNOS 93 ernennt den März zum Literaturmonat. Beim Altwirt in Langkampfen finden den ganzen Monat über verschiedene Lesungen statt. Der Eintritt basiert dabei auf freiwilligen Spenden. Weitere Infos unter www.unos93.at. Sei live dabei bei der Kuhsteiner Gemeinderatssitzung auf Kuhstein TV. Erfahre die neuesten Beschlüsse und Abstimmungen in Kuhstein. Am Mittwoch ab 17 Uhr. Schalte ein. Sei ganz nah dabei, wenn die politischen Kuhsteiner Entscheidungsträger ihre Belange vortragen und diskutieren. Live zu sehen online und hier auf Kuhstein TV. Das Kufsteiner Podium in der Reihe Kreativ ist für den 1. April geplant. Und zwar geht es da darum, dass die Musikerinnen und Musiker von der Landesmusikschule nicht nur immer als Pädagoginnen und Pädagogen gesehen werden, sondern das sind wirklich auch Künstlerinnen und Künstler. Und da schafft die Stadt ein Podium, dass die sich präsentieren können. Sie suchen sich immer ein Thema aus und da wird es in verschiedensten Formationen, wo hauptsächlich die Lehrpersonen, manchmal auch mit sehr begabten Schülerinnen und Schülern, gemeinsam musizieren. Das ist für uns auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Arbeit von der Musikschule. The Art of Solo. Hoshiko Yamane, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Tokiko, gastiert am 1. April in der Kulturfabrik Kufstein. Mit E-Geige, Effekten und Synthesizer zaubert die japanische Künstlerin Kompositionen, die von ihrer Intensität und emotionalen Tiefe leben. Als Support dient die Linzerin Christina Ruf.
Die Cellistin kombiniert ihr Streichinstrument mit elektronischen Klängen. Sichert euch eure Tickets beim Klangfarben-Kulturverein Kufstein. Lumpazi Vagabundus. Zauberposse in zwei Akten von Johann N. Nestroy. Modernisiert und inszeniert von Angelika Klaubauf und Team. Vom Brixlecker Theaterverein im Theater Brixleck. Karten und weitere Informationen gibt's auf www.theater-brixleck.at. Der Kiwanis Club Kufstein hebt beim Starkbieranstich wieder seine Krüge. In einer Sondersendung zeigt Kufstein TV die Highlights der traditionellen Veranstaltung und die Rede von Pater Gunter Hölbel. In Between. Der Name dieser Coverband ergab sich durch die Wohnorte der beteiligten Musiker. Der Inn trennt sie wahrhaftig voneinander. Für unser QTV-Bandporträt trommelten wir den Großteil der Musikgruppe zusammen. Spannend wird's danach mit unserem Kinotipp der Woche. Die Coverband In Between aus Kufstein und Umgebung gründete sich 2020. Trotz ihrer kurzen Schaffenszeit war das Quartett schon höchst erfolgreich. So erhielten sie 2021 bei der Nacht der Kunst den Preis zur besten Musikgruppe der Festungsstadt. Neben Austropop-Hits spielen In Between auch Stücke aus den Genres Folk, Rock, Pop, Latin und sogar Schlager und reisen dabei musikalisch einmal um den Globus. Von Frankreich über Spanien bis nach Amerika und wieder zurück in die Heimat. Und so das Gefühl, wenn man da umsteht, es kann einem manchmal alles gehen. Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Ja, das war definitiv, ich weiß nicht, ob man das einer geraten hat, aber ich glaube schon, es war so. Der beste Rat war auf jeden Fall, mach das, was dich glücklich macht und verfolg deine Träume. Und genau, und das habe ich gemacht. Das war ein guter Rat, wer immer mir den gegeben hat. Oder vielleicht habe ich mir ihn auch selber gegeben. Keine Ahnung. Gehst du mit Auftrittsangst um? Ganz einfach, ich habe keine Auftrittsangst. Nie. Früher schon gehabt, aber ich glaube, ich habe mich so oft als Kind auf der Bühne blamiert, ich kann keine Auftrittsangst mehr haben. Nein, das ist alles verflogen. Denk immer, immer, wenn ich aufwache. Was war dein Traumberuf als kleines Kind? Als kleines Kind war es Privatdetektiv, ohne Scheiß. Aber dann war es ohne Lügen Musiker. Würdest du eher deine Vorfahren in der Vergangenheit treffen oder deine Nachkommen in der Zukunft? Ich glaube lieber meine Vorfahren, weil ich meine, dass ich, keine Ahnung, vom Napoleon oder so, die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin bin oder von der Marie Antoinette oder so. Deswegen, glaube ich, war es schon spannend. Ja. Was steht in Zukunft musikalisch an? Ja, ein Auftritt in der Achenoe am 22.04. mit unserer Vollbesetzung In Between. Würdest du eher nie wieder Filme gucken oder nie wieder lesen? Nachdem ich mir jetzt gerade ein Buch bestellt habe und ich schon lange keine Filme mehr geschaut habe,
würde ich eher nie wieder Filme gucken. Viel schöner ist das Gefühl, wenn ich erlebt. In Between sind das ganze Jahr auf Hochzeiten, Geburtstagsfesten und Firmenfeiern unterwegs. Je nach Bedarf treten sie sowohl in voller Besetzung als auch im Duo oder Trio auf. In einer Sondersendung zeigt Kufstein TV die Highlights der traditionellen Veranstaltung und die Rede von Pater Gunter Hölbl. Das nicht identifizierte Opfer weiblich. Es gibt 5 Stichwunden in der Brust und im Unterleib, verursacht durch einen scharfen Gegenstand. Kommissar Maigret, Kriminalkommissar vom Quai des Orfèvres. Jemand wollte das namenlose Mädchen verschwinden lassen. Sie hat jedoch unweigerlich Spuren hinterlassen. Wie bringen Sie denn Verdächtige zum Reden? Mit gar nichts. Ich höre Ihnen nur zu. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit zu finden. Warum interessiert sich jemand wie Sie für mein Leben? Es hilft mir, Mädchen wie dich zu verstehen. Ihr Name war Louise. Wieso haben Sie gesagt, Ihr Name war? Da hielt plötzlich ein Auto vor dem Platz. Konzentriert euch auf die Taxifahrer, die in besagter Nacht unterwegs waren. Sie machen das wegen des toten Mädchens, nicht wahr? Sei wachsam, aber halt eine gewisse Distanz. Wenn man sein Kind verliert, verliert man alles auf der Welt. Es ist nichts mehr da, bloß noch Nacht. Ich weiß, Monsieur Kaplan. Auf lange Sicht ist man gezwungen, sich einen Panzer anzulegen. Aber irgendwann geschieht etwas ganz Banales. Dich berührt irgendein Detail. Und plötzlich fällt dein Schutzschild einfach in sich zusammen. Letzte Woche im ersten Teil vom Kufsteiner Nachtgespräch referierte Autorin Ingrid Brodnik über die Problematik Hass im Netz und schilderte dabei erschreckende Alltagsfälle. In Teil 2 beschäftigt sie sich mit der Frage, wie kann ich mich als Opfer am besten schützen? Zuvor geht es jedoch in die Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. In unserem Beitrag vergangene Woche informierte Ingrid Brodnik über Mobbing und Hass im Internet im Rahmen der Kufsteiner Nachtgespräche. Neben der ausführlichen Darstellung der Opferrolle thematisierte sie auch die Mutwilligkeit der Täter. Es ist so, manchmal wissen Menschen, dass es strafbar ist. Da muss man davon ausgehen, dass die auch oft Anonymitätsschritte setzen, versuchen. Also gerade bei ganz bewusstem Mobbing kann es sein, dass Leute ihre Spuren zum Beispiel verdecken. Aber tatsächlich passiert es oft auch, dass Leute im Affekt, in der Wut hin Sachen schreiben und gar nicht bedenken, was strafbar ist oder dass sie es einfach gar nicht wissen. Also es passiert regelmäßig, dass Leute auch vor Gericht landen und nie damit gerechnet hätten. Oder sogar Sachen sagen wie, die anderen haben ja auch so gepostet. Aber das ist kein gutes Argument, weil nur weil andere eine Straftat begehen, ist es ja nicht für mich erlaubt, plötzlich auch eine Straftat zu begehen. Für betroffene Opfer hat die steirische Autorin wertvolle Ratschläge parat. Wenn ich selbst Hass im Netz, aggressive Kommentare, Anschuldigungen, die nicht stimmen, erlebe, ist einmal das erste Wichtige, nicht alleine bleiben. Weil andere, wenn sie mitbekommen, was für Angriffe man erlebt, oft solidarisch sind. Das heißt, die sagen, du hast es nicht verdient. Das tut Betroffenen gut. Auch wenn man eine selbstsichere Person ist, ist schön zu hören, dass man was nicht verdient hat. Und das zweite ist dokumentieren.
weil man zum Beispiel manches auch anzeigen kann. Aber es kann sein, dass die Person, die das geschrieben hat, es sonst löscht und ich kann es nicht belegen. Oder es ist auch gut, das dokumentiert zu haben, zum Beispiel wenn ein halbes Jahr später wieder was Ähnliches kommt, dass ich nachschauen kann, ist das die gleiche Person, hat sich jemand vielleicht sogar auf mich eingeschossen, stalkt mich etc. Und das Dritte ist auch, vielleicht auch sichtbar machen öffentlich. Muss immer die Einzelperson entscheiden, ob es für sie passt. Wenn man solche Dinge öffentlich macht, gibt es oft auch Solidarität, weil viele Menschen nicht in Ordnung finden, in welcher aggressiven Tonalität online diskutiert wird. Anhand eines prominenten Falls wurde schließlich eine effektive Methode im Umgang mit Hass im Netz erläutert. Ich gebe ein Beispiel gerne, gerade wenn ich vor Jugendlichen zum Beispiel rede, zeige ich oft Beispiele von Influencern, Influencerinnen oder anderen Personen, die auf Social Media sehr erfolgreich sind, um zu zeigen, dass auch sehr erfolgreiche Personen übelst sexistisch oder gehässig oder einfach so beleidigt werden. Das ist ein Beispiel, da habe ich leider die Überschrift überdeckt offensichtlich, aber das ist ein Beispiel der deutschen, was ist sie, Sängerin Lena Meyer-Landrut, auch sehr prominent, hat über 2 Millionen AbonnentInnen auf Instagram. Und die Lena Meyer-Landrut hat das mal gemacht. Die kriegt als sehr sichtbare Person natürlich auch eine Lawine an Beleidigungen ab. Und irgendwann ist es ihr zu viel geworden. Und sie hat was ziemlich Gewieftes gemacht. Sie hat einige dieser Beleidigungen auf einen Spiegel gemalt. Hat zum Beispiel hingeschrieben, hässlich und nichts wert. Du bist eine Schande. Du wirst nie genug sein. Fotze. Widerliches Weib, talentloses Stück Scheiße, fick dich, du dumme Schlampe, arrogante Göre und so weiter. Und sie hat enorm viel Solidarität dafür bekommen. Weil die gute Nachricht ist, und darum bringt das Sichtbarmachen etwas, die allermeisten Menschen finden das auch nicht in Ordnung. Um Online-Hetzerei bereits im Keim zu ersticken, gibt es vorbeugende Maßnahmen. Zum Schutz würde ich immer empfehlen, das eigene Profil mal abzusichern, also wirklich überlegen, was können Fremde über mich sehen. Auch weil zum Beispiel Frauen passiert, dass ihr Foto entwendet wird, grausige Bildmontagen passieren. Das Zweite ist, wenn ich wirklich was Übles erlebe, gibt es Meldestellen, wo ich Beratung finde. Zum Beispiel die Zara-Meldestelle gegen Hass im Netz. Da arbeiten auch Juristinnen und Juristen, die einen beraten. Und das Dritte ist, wenn man sowas erlebt und es wird richtig übel, also ganz, ganz viele Menschen schießen sich auf einen ein, kann man auch überlegen, einen guten Freund, einer Freundin zum Beispiel Zugang zum Kanal zu geben, damit die das für einen screent, notfalls Dinge dokumentiert löscht, weil es gut ist, wenn Betroffene auch nicht dauernd reinschauen müssen, sondern jemand anders diese Arbeit für sie erledigt. Und ich zeige das Jugendlichen, um zu zeigen, du kannst super erfolgreich sein, du kannst super attraktiv sein, du wirst noch immer hören, du wirst nie genug sein. Und das Gute ist, wenn man das anspricht, wird es jene geben, die sagen, das stimmt nicht. Und wir haben nicht die Macht, dass wir verhindern, was manche Aggressives posten. Wir haben aber die Macht, dass wir Leuten den Rücken stärken, die das aktuell brauchen. Dankeschön. Das war unsere Sendung für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. In nächster Zeit verlosen wir auf QTV wieder einige tolle Preise. Seid dabei und versucht euer Glück auf unseren Social Media Kanälen oder auf der Webseite www.kufstein.tv. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Georg Anker. Von der Region. Für die Region.